Astra schnuppert in die Luft und genießt diesen Meergeruch. Das merkt man so richtig. Was es natürlich hier auch ausmacht, ist, dass alle Menschen, die da sind, sind glücklich. Sie sind glücklich, am Meer zu sein. Die einen sammeln was ein, Muscheln, Steinchen. Man freut sich über das Meer. Man freut sich einfach hier zu sein. Da ist die Fähre. Jetzt kriege ich sie vielleicht besser drauf. Und immer wieder. Es ist so herrlich, das Rauschen des Meeres. Rund um meinen Platz herum ist schon viel weniger Plastik als vorher. Eine kleine Anregung, wenn ihr am Meer seid, ein bisschen Plastik einsammeln. Wenn das jeder machen würde, so viel in ein paar Minuten. Ein Viertel Hundebeutel voll. Das Tolle ist, in Italien stehen überall Abfalleimer. Nicht wie bei uns in Bayern, wo man kaum einen Abfalleimer findet. Hinter diesen Felsen beginnt der Hundestrand für die Hauptsaison. The Dog Beach. Das ist schön so flach. War es hier die letzten Male noch nicht. Girl, komm! Astrinchen, komm! So, das ist der Hundestrand. Der geht bis zu den Türmen hinten. Aber wir haben jetzt überall Hundestrand. Wahnsinn, so viele Angeln. Ein einziger Angler. Piombino rückte man näher. Heute erreiche ich endlich das Ende dieses Strandes, dieses Strandabschnittes. Da wollte ich schon lange hin. Ist doch noch ganz schön weit bis zum Strandende. Auch. Wir drehen wieder um. Wir müssen hier das ganze Stück wieder zurückgehen. Wir sind ganz da hinten. Ganz weit hinten. Erinnerungen in diesem Video. Ich brauche nichts mitnehmen von der Natur. Che bello!
un'orata, eh. Wohlverdientes Leckerli nach einem 2-Stunden-Spaziergang. Sie hat ein ganz klein wenig Sonnenbrand und mal gucken, wie lange sie das oben hält, behält. Alles fein, Schatzi. Schaut gar nicht mal so übel aus. Ist von Frauchen also. Oh ja, das tut gut, hä? So happy wie schon lange nicht mehr am Stück. Hier, al mare. Dabei Glück, eine Aneinanderreihung glücklicher Momente. Sorgenfreier, glücklicher Momente und ständiges Genießen des Augenblicks. Genießen und Staunen. In Dankbarkeit für diese schönen Momente. Das liegt aber auch an Italien, wo die zweite Hälfte meines Herzens zu Hause ist. Habe ich schon korrigiert, dass die Insel, die man da hinten sieht, das ist nicht Korsika. Korsika ist weiter hinten. Super flink sind die, diese kleinen Eidechsen hier. Eine Bewegung und sie ist sofort weg. Und sie hinterlassen hier diese Spuren im Sand. In diesem abgesperrten Bereich halten sie sich auf. Diesen Bereich zu betreten ist strengstens verboten, um die Dünen zu schützen. Da ist noch eine ganz kleine, eine Bibi. Eine ganz kleine Bibi. Bibi-Eidechse. Such den Ring, bist du müde, super müde. Jetzt! 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 Ring! Die ist müde. Riesige Zucchini. Ich habe Schuhgröße 38. Riesentrümmer. Da gibt's frische Handtücher. Boah, diese Pizza war lecker. Heute mal wieder ganz einfach. Und diese Trauben sind fantastisch. Und wieder mal Tomate mit Paprika. Wer kennt den Film? La Luna. Che bella la Luna. Mittwoch, 13. Oktober, 8 Uhr Sonne. 7 Uhr, noch was, kurz vor 8.